Wie aber sieht die Praxis aus? Die für den Dossenheimer Amokschützen zuständige Behörde lässt uns keine Waffenkontrolle filmen. Das sei hochsensibler Bereich, so die Begründung des Landratsamtes. Wie sensibel die Behörde selbst damit umgeht, zeigt allerdings diese Stellenausschreibung. Darin suchen sie Waffenkontrolleure als Nebentätigkeit auf Minijob-Basis. Ich werde verpflichtet, oder jeder andere, der Waffen hat, Tresore, alles Mögliche vorzuheben. Und die Behörde holt sich dann mal 400-Euro-Jobber, die anschließend losplaudern, wer wo Waffen hat. Hallo? Geht's noch? Es geht um einen hochsensiblen Bereich. Und da verlange ich einfach, dass der auch hochsensibel behandelt wird.